Es geht jetzt einmal um den Lichtschalter beim Auto. Ja, dafür schalten wir erst die Zündung ein. Das heißt, wir drehen an dem Schlüssel, bis die Kontrolllampen alle leuchten. So, und jetzt sehen wir Position 0. Das heißt, bei dem Auto leuchtet vorne jetzt das Tagfahrlicht, eine ganz schwache Beleuchtung. Wir drehen diesen äußeren Ring auf die erste Position, das ist Standlicht. Hier geht jetzt eine grüne Kontrollleuchte an. Ja, und jetzt ist bei dem Auto Standlicht an. Das heißt, vorne schwache Beleuchtung, die Armaturenbeleuchtung ist an, hinten ist die Nummernschildbeleuchtung an und hinten ist das normale Licht am Auto an. Die nächste Position, das ist das Abblendlicht. Das heißt, vorne jetzt volle Beleuchtung und hinten ansonsten hat sich nichts getan. Dann haben wir hier diesen Knopf, der obere, das sind die Nebelscheinwerfer. Wir sehen, da vorne ist eine grüne Kontrollleuchte dazugekommen, die linke. Und wenn wir auf den unteren Knopf drücken, haben wir die Nebelschlussleuchte. Jetzt sehen wir, auf der rechten Seite ist eine orangefarbene Kontrollleuchte dazugekommen. Was wir ansonsten bei dem Auto noch verändern können, ist, wir können die Leuchtweitenregulierung einstellen. Wir sehen, im Moment steht es auf 0. Das heißt also, das Auto ist nicht beladen, das Auto ist leer. Und wenn man dann hier dran dreht, kann man das auf eine andere Position stellen. Je nachdem, wie sehr das Auto beladen ist, geht das Auto hinten mit dem Popo runter und vorne die Lampen stören den Gegenverkehr und blenden den. Und so kann man das dann einfach hier bis auf Stufe 4 hochdrehen. Später muss man dran denken, wenn alle wieder ausgestiegen sind und man alles wieder entladen hat, dass man das dann wieder auf 0 stellt. Hier an der Stelle können wir die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung einstellen, Plus und Minus, heller machen, dunkler machen. Und das ist zum Beispiel, wenn man längere Fahrt im Dunkeln auf der Autobahn fährt und das Licht ist auf volle Pulle, dann wird man hier im Innenraum geblendet davon und dann kann man da eben halt mit die Beleuchtung hier innen drin etwas dimmen. Ja, das ist soweit der Lichtschalter.